Josef Fritzl ist ein rechtskräftig verurteilter Straftäter. Er hat seine Tochter Elisabeth von 1984 bis 2008, also 24 Jahre lang, in einer kleinen versteckten Kellerwohnung gefangen gehalten. Während dieser 24 Jahre vergewaltigte er sie immer wieder und zeugte mit ihr 7 Kinder, die alle in der versteckten Kellerwohnung geboren wurden. Eines seiner Kinder, Michael, starb ein paar Tage nach der Geburt. 3 weitere, Kerstin, Stefan und Felix, wurden von Fritzl wie Elisabeth bis zu ihrer Befreiung 2008 in der Kellerwohnung gefangen gehalten. Sie durften nie das Sonnenlicht sehen, nie mit jemand anderem außer ihrem Vater sprechen. Und für den Fall, dass sie versuchen würden, sich zu befreien, drohte ihr Vater ihnen mit Vergasung. Ich weiß, wenn man das hört, dann fragt man sich sofort, wie kann so etwas möglich sein? Wie kann jemand so etwas überhaupt tun? Warum ist das 24 Jahre lang niemandem aufgefallen? Das sind wichtige und schwierige Fragen. Wen das interessiert, links unten in der Videobeschreibung. Hier geht es jetzt um etwas anderes, nämlich darum, wie Gott so etwas zulassen konnte. Denn genau das sollte sich jeder fragen, der ernsthaft an einen guten, allmächtigen, allwissenden, barmherzigen Gott glaubt, etwa an den Gott des Christentums oder des Islam. Für Christen und Muslime ist Gott ja allwissend, also wusste er schon von Anbeginn der Zeit, was Josef Fritzl seiner Tochter und ihren Kindern antun würde. Und er wusste das alles in allen schrecklichen Einzelheiten nicht nur, er hätte es sozusagen mit einem Fingerschnippen auch verhindern können. Denn er ist ja nicht nur allwissend, er ist ja auch allmächtig. Er hätte also mit Leichtigkeit Fritzl zum Beispiel die Einsicht eingeben können, dass es zutiefst sündhaft war, was er da tun wollte. Das hat Gott aber offensichtlich nicht getan. Wie kann man rechtfertigen, daran zu glauben, dass ein guter, allmächtiger, allwissender Gott existiert, obwohl es grausames Leiden gibt auf der Welt? Darum geht es jetzt bei Leaves of Knowledge. Theologen und Philosophen sprechen vom sogenannten Theodizee-Problem, wenn es um diese Frage geht. Der Begriff Theodizee stammt vom deutschen Philosophen Leibniz. Das ist dieser freundlich aussehende Herr hier. Und es bedeutet so viel wie Rechtfertigung des Glaubens an einen guten Gott. Logisch formuliert sieht das Theodizee-Problem in etwa so aus. Prämisse 1. Wenn Gott allmächtig ist, kann er schreckliches Leiden verhindern? Prämisse 2. Wenn Gott moralisch vollkommen ist, will er schreckliches Leiden verhindern. Prämisse 3. Es gibt schreckliches Leiden in der Welt. Schlussfolgerung. Ein moralisch vollkommener Gott existiert nicht. Und wenn ich gläubig bin, also trotzdem an die Existenz eines guten Gottes glaube, dann muss ich mir überlegen, was falsch sein könnte an diesen Prämissen und dieser Schlussfolgerung. Bevor wir zu einigen der Antwortversuche auf diese Frage kommen, will ich das Problem noch mal etwas deutlicher machen. Denn es geht ja nicht nur um das schreckliche Schicksal von Elisabeth und die Frage, warum Gott ihr und ihren Kindern nicht geholfen hat. Es geht auch um die Ermordung von 6 Millionen Juden durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Es geht um jeden Völkermord, um jede Verfolgung von Minderheiten. Es geht um jedes schreckliche Leid, das Menschen anderen, offenbar unschuldigen Menschen antun und angetan haben. Und das Theodizee-Problem stellt sich auch beim sogenannten Naturübel. Das sind Leiden, die nicht von Menschen verursacht werden, sondern durch Gottes Natur. Im recht sicheren Europa vergessen wir leicht, dass es zum Beispiel Erd- und Seebeben gibt und Missernten und Hungersnöte und dass dadurch in der Geschichte viele Millionen oder wohl Milliarden Menschen gelitten haben und sterben mussten. Das Theodizee-Problem stellt sich bei schweren und tödlichen Krankheiten,
gegen die wir selbst bei bester Lebensführung nichts tun können, wo man also nicht sagen kann, wir seien eigentlich selbst dran schuld. Etwa Leukämie, also Blutkrebs bei kleinen Kindern. Zum einen verhindert Gott diese Art von Leiden ja nicht, genauso wenig wie er das Leiden verhindert, das Menschen Menschen antun. Und zum anderen, was die Sache vielleicht aber noch problematischer macht, Gott als Schöpfer von allem hat dieses Leiden ja sogar indirekt verursacht. Es ist ja seine Natur. Er wusste, was er da kreiert und er hielt es trotzdem für eine gute Idee, durch seine Naturgesetze Krebszellen zu erschaffen, wissend, dass daran kleine Kinder in den Armen ihrer hilflosen Eltern sterben werden. Und das alles nicht nur in der Gegenwart, sondern schon seit mindestens 200.000 Jahren, also seit es überhaupt uns Menschen gibt. Und vom Leiden im Tierreich will ich erst gar nicht anfangen. Gott wusste von diesen schrecklichen Seiten der Natur und hat sie trotzdem so gemacht, wie sie ist. Er hat ihre schrecklichen Wirkungen, juristisch würde man sagen, billigend in Kauf genommen. So, nachdem das Theodizee-Problem jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher geworden ist, wie gehen Gläubige damit um? Ich wollte da mal mit einem Rallye-Kollegen drüber sprechen und der sagte, wie aus der Pistole geschossen, ja, ihr Philosophen, ihr habt es da ja viel einfacher. Und dann hat er das Thema gewechselt. Und als ich ihn darauf hinwies, hat er das Thema gleich nochmal gewechselt. So ein Ausweichen ist menschlich natürlich verständlich, aber keine richtige Antwort und erst recht keine Lösung des Problems. Tatsächliche Antworten gibt es aber natürlich trotzdem viele und besonders verschlungene, wenn man tief in die Theologie einsteigt. Aus Zeitgründen kann ich hier davon aber nur einen kleinen Teil ansprechen und nehme dabei solche Antworten, die in meiner Erfahrung auch unter Nicht-Theologen weit verbreitet sind. Und wenn ihr das Video bis zum Ende anseht, dann könnt ihr euch über die anderen Antwortversuche auch gut selber Gedanken machen. Die erste und in meiner Erfahrung populärste Art von Antworten besteht darin, auf Werte hinzuweisen. Willensfreiheit, gerechte Strafe, Leiden als Prüfung und so weiter. Und zu behaupten, deren Schutz durch Gott sei wichtiger als der Wert, den es hat, schreckliches Leiden zu verhindern. Anders gesagt, es wird behauptet, Gott kann uns gar nicht immer schützen, oder muss sogar durch Naturübel Leiden verursachen, denn sonst würde etwas noch Schlimmeres passieren als das Leiden, um das es geht. Es würden noch wichtigere Werte verletzt. Schauen wir uns ein paar von diesen Rechtfertigungsversuchen näher an. Leiden als gerechte Strafe. Ich habe mich mal mit einem freundlichen Vertreter einer der großen monotheistischen Religionen unterhalten. Also dem Judentum, dem Christentum oder dem Islam. Unser Gespräch war kurz nachdem 2011 riesige Flutwellen die Pazifikküste Japans getroffen hatten. Damals wurde ein Atomkraftwerk in Fukushima zerstört. Das war hier groß in den Medien. Was viele damals aber gar nicht so mitbekommen haben, damals kam nicht etwa durch Radioaktivität, sondern in den riesigen Wellen, die die Küste trafen, etwa 22.000 Menschen ums Leben. Verursacht werden solche Tsunamis, so nennt man das auf Japanisch, durch Seebeben, also Erdbeben unter Meer. Und die Seebeben verursachen dann riesige Wellen. Und Seebeben entstehen, wie Erdbeben auch, durch Plattentektonik, weiß man inzwischen, Erdkunde, 11. Klasse. Und die Natur und damit auch Plattentektonik sind für Gläubige natürlich von Gott gemacht. Also habe ich gefragt, wieso Gott diese 22.000 Menschen indirekt getötet hat. Theodizee-Problem. Und die Antwort war, das waren Sünder und die wurden deshalb bestraft. Der Wert
der hier ins Spiel kommt, ist also strafende Gerechtigkeit. Und diese strafende Gerechtigkeit erschien meinem Gesprächspartner offenbar wichtiger als der Wert, den 22.000 Menschenleben haben. Christliche Fundamentalisten in den USA argumentieren wohl recht häufig so, auch manche fundamentalistischen Muslime. Und in den Gruppen gibt es ja auch noch viele Freunde der Todesstrafe, von daher liegt das vielleicht nahe. Natürlich kann man sich dann fragen, was die 22.000 Japaner wohl Schlimmes getan haben, um so einen Tod zu verdienen. Auf dieses Gegenargument kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorher aber noch ein paar andere populäre Argumente. Eins ist, Gott hat uns die Willensfreiheit geschenkt. Und die ist von fast höchster Wichtigkeit und beinhaltet nun mal auch die Freiheit, Böses zu tun. Was ist davon zu halten? Naja, zum einen rechtfertigt dieses Argument offenbar keine von Gott verursachten Naturübel. Die sind ja definitionsgemäß nicht durch Willensentscheidungen von Menschen verursacht. Und zum anderen, was mit dem Argument wohl eigentlich gemeint ist, ist nicht die Willensfreiheit, sondern die Handlungsfreiheit. Also tun zu können, was man will, nicht wollen zu können, was man will. Denn zur Verhinderung von Leiden könnte Gott den Leuten ja ihren bösen Willen durchaus lassen und ihnen nur die Möglichkeit nehmen, diesen Willen auszuleben. In Bezug auf Josef Fitzel zum Beispiel einfach die Polizei informieren. Aber davon abgesehen, argumentiert man beim Theodizee-Problem mit der Willens-Handlungsfreiheit als dem wichtigeren Wert, dann sagt man damit ja eigentlich, ich bin der Ansicht, dass Recht von jemandem wie Josef Fritzl, seine Tochter zu vergewaltigen, ist wichtiger als das Recht der Tochter, nicht 24 Jahre lang eingesperrt und vergewaltigt zu werden. Damit stellt man die Handlungsfreiheit über ganz viele andere Menschenrechte, die Würde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Moralisch ist so etwas heutzutage schwer zu begründen. Zum Beispiel übrigens ganz banal deshalb, weil die Polizei im Kern ja wenig anderes macht, als die Handlungsfreiheit von Menschen zum Schutz solcher Rechte einzuschränken. Und kaum ein noch so liberaler Gläubiger würde wohl gerne auf diese Form von Polizei verzichten. Ein weiteres populäres Argument leiden ist eine Glaubensprüfung. So wie in der Geschichte von Hiob zum Beispiel im Alten Testament. Da wird das thematisiert. Okay, wir wissen nicht, ob Elisabeth etwas geglaubt hat. Wir wissen aber, dass auf der Welt sehr viel Leiden von Menschen erduldet werden muss, die gar nicht an einen guten, allmächtigen Gott glauben oder überhaupt religiös sind. Welcher Glaube würde da dann also geprüft? Und selbst wenn die Leidenden gläubig sind, Gott ist ja allwissend und weiß schon, wie es um ihren Glauben bestellt ist, wozu also die Prüfung? Und selbst wenn er es nicht wüsste, gibt ihm das das Recht, sie auf diese qualvolle Weise zu prüfen? Ist die Möglichkeit herauszufinden, wie belastbar der eigene Glaube ist, tatsächlich wichtiger als die Möglichkeit, nicht 24 Jahre lang vom eigenen Vater vergewaltigt und versklavt zu werden? Ein auch häufig zu hörender Wert, der Gottes Verhalten rechtfertigen soll: Wir brauchen das Leiden, um die Chance zu haben, Gutes zu tun. Und Gutes tun ist ein sehr hoher Wert. Wer würde da widersprechen? Naja, widersprechen würden da wohl diejenigen, die schrecklich leiden müssen, damit andere die Möglichkeit haben, ihnen etwas Gutes zu tun und diese Möglichkeit offenbar oft ja auch gar nicht nutzen. Und Gott weiß das auch. Und nochmal auf uns Menschen übertragen, dürfte ich es als prüfender Lehrer zulassen, um Kopfnoten zu machen,
dass Schüler eine Klassenkameradin mobben, nur damit andere aus der Klasse sich dann vielleicht schützend vor sie stellen können? Dürfte ich als Vater meine Kinder hungern lassen, damit jemand die Chance hat, ihnen etwas zu essen zu geben? Wohl eher nicht. Da wären wesentlich harmlosere Übel denkbar, um die Möglichkeit zu haben, etwas Gutes zu tun. Ein letzter Wert, der Gottes Nichttun rechtfertigen soll: Bildung. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Zeitschrift der Zeugen Jehovas gelesen. Das ist eine christliche Religionsgemeinschaft aus den USA. Und da stand drin, dass Gott den Holocaust zugelassen hat, damit die Menschen erkennen können, wohin es führt, wenn man sich nicht an seine Gebote hält. Ich weiß nicht, ob die Zeugen das heute auch noch behaupten. Wer will, kann aber mal in eine aktuelle Ausgabe von Erwachet zum Thema Leiden reinschauen. Erwachet ist auch eine Zeitschrift der Zeugen. Und schauen, wie da argumentiert wird. Link unten in der Videobeschreibung. Wir machen das aber nicht, sondern wir treten jetzt stattdessen einen Schritt zurück und fragen, wie überzeugend sind diese und andere Versuche als Rechtfertigung für Gottes Handeln, höhere Werte ins Spiel zu bringen. Wenn man darüber nachdenkt, wird man sich wohl Argumente, Gegenargumente, Gegenargumente und so weiter überlegen müssen, so wie ich das schon in Ansätzen gerade getan habe. Und was man dann am Ende für überzeugend hält, ist von der Beantwortung ganz grundlegender Werte und vor allem von Werteabwägungen, Werteentscheidungen abhängig. Insbesondere, was für Werte sind denn wirklich wichtiger als ein Leben in Würde, das geschützt wird durch das, was wir heute als Menschenrechte anerkennen? Gibt es Werte, die über den Menschenrechten stehen? Food for thought. Wertedebatten sind aber nicht alles, wenn es um das Theodizee-Problem geht. Man findet auch Versuche, die Prämisse in Frage zu stellen, dass es überhaupt schreckliches Leiden geben würde auf der Welt. Ich hatte vorhin schon von dem Gespräch erzählt, bei dem es um die Flutwellen ging, die 22.000 Menschen an der japanischen Küste getötet haben. Und mein Gesprächspartner meinte, das sei eine gerechte Strafe Gottes oder Allahs oder Jehovas gewesen. Ich habe dann nach einem kurzen, etwas irritierten Zögern gemeint, da wären unter qualvollen Umständen ja vermutlich auch ziemlich viele kleine Kinder umgekommen. Was hätten die denn wohl gemacht, um die Todesstrafe zu verdienen? Und mein Gesprächspartner meinte dann sinngemäß: Okay, vermutlich nichts, aber alles nicht so schlimm. Du kommst dann nämlich in den Himmel und da ist es sehr schön und du vergisst dann irgendwann, was dir auf Erden an Leid widerfahren ist. Soll heißen, zumindest für die Guten gibt es gar kein schreckliches Leiden, wenn man das große Ganze betrachtet. Das Leiden auf Erden wird so nicht direkt bestritten, aber eben stark relativiert. Das hört sich erstmal gut an. Das läuft konkret natürlich aber darauf hinaus, wenn man jetzt an Elisabeth Fritzl denkt, darauf, dass man sagt, selbst wenn du 24 Jahre lang von deinem Vater eingekerkert und vergewaltigt wirst, im Vergleich zum ewigen himmlischen Glück ist das kaum der Rede wert. Und du vergisst das im Himmel sogar irgendwann. Und deshalb ist es gar nicht erforderlich, dass Gott einschreitet und dein Leiden verhindert. Dein Leiden ist verglichen mit der Ewigkeit im himmlischen Paradies nur ein winziger Augenblick. Und auch diesen winzigen Augenblick gleicht Gott dann durch das Glück im Himmel quasi wieder aus. Erinnert mich als Argumentation ein bisschen an die Aussage des AfD-Politikers Gauland. Der meinte ja mal, die Zeit des Nationalsozialismus sei nur ein, ich zitiere, Vogelschiss, Zitat Ende,
in den über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte? Es fehlt noch eine dritte Gruppe von Antworten auf das Theodizee-Problem. Die gehen nicht auf Werte, die wichtiger sind, als Leiden zu verhindern, und auch nicht darauf, dass das irdische Leiden eigentlich gar nicht so schlimm sei. Sondern sie haben im Kern ein Ich weiß es nicht, ich kenne keine Lösung des Problems. Und da gibt es dann zwei Varianten. Die erste ist ein oft ziemlich gleichgültig dahingeworfenes Gottes Wege sind unerforschlich oder es gibt einen großen göttlichen Plan, den verstehen wir mit unserem kleinen menschlichen Verstanden nur einfach nicht. Das hat alles schon seine Richtigkeit. Mit so etwas erklärt man sich selbst, allerdings finde ich, nur zu einem unmündigen Kind und verabschiedet sich von seinem Anspruch, überhaupt selbstständig denken und bewerten zu können. Man zieht sich auf ein, das ist halt mein Glaube, zurück. Und dann kann man auch an Feen, Kobolde oder den Klabautermann glauben. Und wenn man aber an der Wahrheit interessiert ist, ist das vielleicht nicht der beste Weg. Es gibt aber von dem Ich weiß es nicht noch eine andere Variante, vor der ich jedenfalls wesentlich mehr Respekt habe. Die geht in etwa so. Ja, du hast recht, ich kenne das Theodizee-Problem und ich habe dafür keine Lösung. All diese Rechtfertigungsversuche mit Willensfreiheit, Prüfung des Glaubens und so weiter sind gegenüber den Opfern eigentlich einfach nur ziemlich zynisch. Ich hoffe aber, wenn ich sterbe, dass ich dann vor meinen Schöpfer trete und jetzt kommt's, dann werde ich ihn fragen. Und wenn er mir dann keine befriedigende Antwort gibt, dann habe ich mit ihm ein Problem. Anders formuliert, ich akzeptiere die Problemstellung, ich kenne darauf keine Antwort, ich halte das aber aus und hoffe, es gibt eine Lösung dafür. Und wenn nicht, dann nehme ich tatsächlich Abstand von meinem Glauben. Damit macht man es sich nicht einfach. Das erfordert, würde ich sagen, wirklich viel intellektuelle Redlichkeit. Und die beeindruckt mich. Das scheint mir ein wesentliches Merkmal von aufgeklärt Gläubigen zu sein. Und das ist die Art von Glauben, die zumindest mir akzeptabel erscheint. Puh, so, das war's für heute. Schwieriges Thema, mit dem ich mich auch nicht so besonders gut auskenne, muss ich zugeben. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Unsinn erzählt und halbwegs den richtigen Ton getroffen. Und wer das glaubt, Daumen hoch, Benachrichtigungen aktivieren, kommentieren und Fragen stellen, da antworte ich gerne drauf. Ich freue mich immer über jeden neuen Abonnenten und jede neue Abonnentin und hoffentlich bis bald.